Schönen Sonntag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abelounge. Ja, der 40. Vienna City Marathon ist heute unser großes Thema und deshalb freut es mich, heute ganz besonders den langjährigen Organisator Wolfgang Konrad begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie gekommen sind. Schönen guten Tag. Über die Vergangenheit, also 40 Jahre Vienna City Marathon, die Gegenwart und über die Zukunft des Laufsports und vieles, vieles mehr sprechen wir in der nächsten Stunde. Willkommen zurück in der Abelounge, heute mit unserem Gast, dem langjährigen Organisator des Vienna City Marathons, Wolfgang Konrad. Ja, bevor wir uns den Details und den Herausforderungen der Organisation dieses tollen Events widmen, hätte ich von Ihnen ganz gerne zu Beginn gewusst, wie denn alles angefangen hat. Naja, das ist jetzt 40 Jahre her oder mehr wie 40 Jahre. Damals war es der Wunsch der Stadt. Es war der Wunsch der Stadt Wien, an diesem überschwappenden Boom aus Amerika, aus dem Laufboom, aus diesen Städtemarathons, auch in Wien einen solchen Marathon zu inszenieren. Die damalige Stadtregierung hat es eben für gut geheißen und dann wurde ein Organisationsteam gesucht, war nicht ich und das war auch noch damals nicht meine Firma. Und man hat dann im Rathaus im Rahmen einer ersten Organisationsmeetings diesen Marathon, der damals noch Wiener Frühlingsmarathon geheißen hat, ins Leben gerufen. Damals unter Bürgermeister Graz und unter dem damaligen Kultur- und Sportstadtrat Mirkwitschka. Ja, und so ist das ins Leben gerufen worden, hat damals klein begonnen und sind wir froh heute, dass sich der Laufsport im Allgemeinen und der des Vienna City Marathons so großartig entwickelt hat. Absolut. Der Vienna City Marathon zählt zu den größten Laufsportereignissen überhaupt auf der Welt und natürlich auch bei uns in Österreich zu den größten Ereignissen aus sportlicher Sicht in Österreich. Jetzt würde mich gerne persönlich interessieren, wie kann man sich überhaupt so eine Organisation vorstellen? Was gehört eigentlich dazu, um so ein Mega-Event aus dem Boden zu stampfen? Naja, man muss mal berücksichtigen, in erster Linie, dass die Organisation, die wir heute kennen, die Organisationsstrukturen, die wir heute kennen, das hat sich über die 40 Jahre entwickelt. Also ich habe den Marathon vor 35 Jahren entwickelt, habe schon eine kleine Organisationsstruktur übernommen und je nach Bedürfnissen hat sich das dann eben entwickelt in mehr Personal, in mehr Professionalität, wie sich die gesamte Eventszene entwickelt hat. Damals gab es noch viele Dinge nicht, also es war damals fast unmöglich, Funkgeräte zu bekommen. Mhm. Es war fast unmöglich, Zelte, die man braucht, die man heute braucht. Das hat es damals alles noch nicht gegeben. Von den Absperrmaßnahmen, es war wirklich noch Pionierarbeit, die damals geleistet wurde, auch noch zum Zeitpunkt, wo ich schon tätig war. Und mit dem wächst man mit. Es wird dann immer mehr. Ich habe de facto mit einer One-Man-Show begonnen. Wir waren zwei, drei Leute, die im Office gearbeitet haben. Heute sind wir 15 Leute, die das ganze Jahr beschäftigt sind, um dieses Ereignis auf die Beine zu stellen. Für Außenstehende sicher großartig und nicht durchschaubar. Manchmal ist es auch für uns nicht durchschaubar, aber wir haben es im Griff. Aber es ist schon jedes Jahr eine tolle Herausforderung. Ja, und wie diese Herausforderungen im Detail aussehen, das klären wir gleich. Das ist die Abelounge am Sonntagvormittag, heute mit unserem Gast Wolfgang Konrad. Er ist Organisator seit vielen, vielen Jahren des Vienna City Marathons, der heuer seinen 40. Geburtstag feiert. Ja, wie es zu dieser Organisation gekommen ist und was da so dazugehört, das haben wir schon besprochen. Jetzt hätte ich ganz gerne gewusst, was denn da so die größten Herausforderungen sind, die bei einer Organisation solch eines Mega-Events dazugehören. Naja, es gibt zwei ganz große Bereiche. Das ist auf der einen Seite die Finanzierung und auf der anderen Seite muss man auch schauen, dass man entsprechend Teilnehmer an den Start bekommt. Und diese Teilnehmerakquise, die teilt man wieder in zwei Bereiche. Das eine ist der lokale Markt, also die österreichischen Teilnehmer, die gehören angesprochen. Und das andere ist der internationale Anteil, der internationale Gast, den wir nach Wien locken müssen. Und das ist schon jedes Jahr eine ziemliche Herausforderung, weil wir wissen heute, dass nur ungefähr 30% derer, die heuer am Start sind, auch im nächsten Jahr wieder am Start sein werden. Das heißt, man muss ungefähr 70% der Teilnehmer jedes Jahr neu ansprechen, jedes Jahr neu suchen, jedes Jahr neu motivieren. Also das ist
Das ist für sich schon eine Riesenaufgabe. Die zweite Aufgabe ist natürlich der Finanzierung. Mit den Nenngebühren alleine ist so eine Veranstaltung nicht finanzierbar. Da gehören an und für gute, treue und verlässliche Partner dazu, Sponsoren dazu. Und die haben wir gefunden und somit wird es auch möglich. Aber es ist halt immer wieder jedes Jahr viele, viele Gespräche, viel Kreativität, die man einbringen muss und Vertrauen aufbauen in beiden Seiten. Nochmal kurz zurück zu den Teilnehmern. Sie haben angesprochen, dass man die natürlich organisieren muss. Jetzt verzeihen Sie mir die banale Frage, nimmt man einfach den Hörer in die Hand und ruft einfach bei Athleten XY an und fragt ihm, ob er Lust hat, beim heurigen City Marathon mitzumachen? Also so geht es natürlich nicht, weil das wären zigtausende Telefongespräche, die man führen würde. Also denkunmöglich. Es gibt natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, direkt bei anderen Veranstaltungen sich die Teilnehmer abzuholen, indem man auf denen ihre Messen geht, genauso eine Messe, wie wir sie auch in Wien organisieren. Da ist man direkt in der Zielgruppe zu Hause, mit einem schönen Messestand, mit überzeugenden Argumenten kann da viel gelingen. Das Zweite ist natürlich die Mundpropaganda, die Leute, die schon einmal teilgenommen haben, und wenn sie von Wien und von der Veranstaltung beeindruckt oder begeistert waren, dann erzählen sie das natürlich auch in ihrem Freundeskreis wieder. Also die Mundpropaganda spielt eine sehr große Rolle. Mhm. Und das Dritte ist dann einfach, und das wird immer stärker, das sind einfach die Werbung in den diversen Medien und vor allem in den Social Medias, wo wir gut aufgestellt sind, wo wir viel machen und wo wir unsere Teilnehmer auch finden und abholen können. Stichwort Social Media, das gab es ja alles 1989 beim allerersten City Marathon ja noch nicht. Und deswegen machen wir auch in Kürze noch so einen kleinen Rückblick, was sich seit damals so alles verändert hat. Das ist die Avalanche am Sonntag mit unserem großen Thema 40 Jahre Vienna City Marathon. Hier 40 Jahre, 40 Rennen. Herr Konrad, können Sie sich da an ein besonderes Rennen erinnern, beziehungsweise welches Rennen war denn das Schönste für Sie? Ich weiß nicht, ob man das in schönste oder nicht schönste Kategorien einteilen kann oder soll. Es waren in diesen 35 Jahren, wo ich das miterlebe und wo ich dafür verantwortlich bin, sehr viele Veranstaltungen, die herausragend waren, die unheimliche Freude gemacht haben, die einen unheimlichen Spaß gemacht haben, gemeinsam mit dem eigenen Team diese Veranstaltung zu organisieren und dann abzufeiern. Es waren viele Eindrücke, Erlebnisse, bleibende Erlebnisse, aber das auf eine Veranstaltung festzunageln, würde ich nicht zusammenbringen. Ja, viele, viele Marathonläufe, die da im Laufe der Jahre zustande gekommen sind, da gab es sicherlich auch bautechnischer Natur die ein oder andere Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Ja, also Herausforderungen hat es immer wieder gegeben, ja, dass teilweise Straßen aufgegraben wurden, die eigentlich zu sein sollten, weil man sie für die Marathonstrecke braucht, haben wir alles immer wieder in Zusammenarbeit mit den Magistratsabteilungen der Stadt bügeln können. Es hat technische Probleme gegeben, ob das die Zeitnehmung war, ob das im Anmeldeportal Schwachstellen waren, weil auch da hat man begonnen mit sehr schwachen Strukturen und hat das dann weiterentwickelt und hat es halt immer wieder Problemchen gegeben. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, für die Größe, wie sich das entwickelt hat, also die großen, ganz, ganz großen Probleme, die sind ausgeblieben. Die internen, über die spricht man nicht. Die hat es natürlich auch gegeben. Aber wie gesagt, über die spricht man nicht. Hauptsächlich, es dringt nicht nach außen. Aber ich möchte schon sagen, dass es viele Momente gegeben hat, die herausfordernd waren. Zum Beispiel, das war ein riesiges Problem, das war damals der Vulkanausbruch in Island, wo plötzlich ganz Europa stillgestanden ist. Und das in der Marathonwoche, wo die Flugzeuge nicht mehr geflogen sind, wo wir die Teilnehmer nicht mehr nach Wien bringen haben können, rechtzeitig, oder viele nicht mehr nach Wien bringen hat können. Also das hat man kurzfristig managen müssen, ohne dass man Erfahrungswerte gehabt hat.
Aber auch das haben wir wieder in den Griff bekommen. Und das war eine Herausforderung, absolut. Oder auch leider die Absage 2020 durch Covid, wo wir 6 Wochen vor der Veranstaltung plötzlich gegen die Wand gefahren sind und mit nichts mehr da gestanden sind, außer mit zigtausenden Problemen. Ja, Corona war nicht nur für den Vienna City Marathon eine enorme Herausforderung, sondern natürlich auch für die Stadt Wien. Wie wichtig ist denn in diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt? Ja, die ist sehr, sehr wichtig, weil ohne eine Zusammenarbeit würde es nicht gehen. Aber die Stadt bzw. die ganzen Magistratsabteilungen, die haben natürlich erkannt, wie wertvoll diese Veranstaltung für die Wirtschaft in Wien ist, für den Tourismus in Wien ist und aber auch für die Gesellschaft in Wien ist. Und das funktioniert wunderbar. Darüber sind wir sehr, sehr froh. Und wenn irgendwo irgendwas aufpoppt, dann findet man immer einen Ansprechpartner, der dann wieder hilft, diese Problemstellungen zu beseitigen. Ja, das wird die Stadt Wien auch heuer bestimmt wieder tun. Über den 40. Vienna City Marathon und das große Jubiläum sprechen wir gleich weiter. Der 40. Vienna City Marathon ist heute unser Thema in der Abel-Lounge. Zu Gast nach wie vor langjähriger Organisator des Marathons Wolfgang Konrad. Ja, über die Vergangenheit des Marathons haben wir schon gesprochen. Jetzt kommen wir zur Gegenwart. Was steht denn beim großen Jubiläum heuer alles auf dem Programm? Das Erste ist, dass wir wieder groß zurück sind nach den Corona-bedingten Absagen, nach den 2 wiederaufbauenden Veranstaltungen 21 und 22. Wir haben einen Schwerpunkt. Wir wollen den Mythos Hauptallee hochleben lassen. Wir wissen, dass die Hauptallee seit 200 Jahren in dieser Stadt schon als Laufdestination gilt. Es hat schon vor 200 Jahren Laufveranstaltungen auf der Prater Hauptallee gegeben. Wir hatten 2019 den sagenhaften Lauf von Eliud Kipchoge, der als erster Mensch unter 2 Stunden einen Marathon gelaufen ist. Wir haben sehr viel rundherum. Die Hauptallee ist das Zentrum der Läufer. Die Hauptallee ist die Lunge von Wien und steht für die hervorragende Luft, die es in der Stadt gibt. Wir werden diese Hauptallee heuer extrem beleben als Motivation-Meile. Wir werden dort sehr, sehr viel Cheerleader-Gruppen haben, sehr viel Musik haben. Also dort, wo es für die Teilnehmer am schwierigsten wird, ich sage jetzt einmal bei Kilometer ab 30, bis sie dann wieder bei 36, 37 Kilometer aus dem Prater hinauslaufen, da werden wir sie sehr, sehr unterstützen und da werden wir sehr viele Aktivitäten setzen, um das Laufen noch spannender, lustiger und schöner zu machen. Ja, da hat man sich für das 40. Jubiläum doch einiges vorgenommen. Unter anderem soll es ja auch ein eigenes Kunstwerk geben, ne? Ja, das ist die Idee eines unserer Partner, der Wiener Städtischen, gewesen, dass sie im Rahmen des 40. Jubiläums etwas Besonderes machen wollen. Und wir werden ein 40 Meter langes Transparent beim Technischen Museum aufhängen. Und die Teilnehmer können dann dort im Rahmen dieser Aktion selbst ein Bild malen, ein 40 Meter langes Bild, Gemälde malen. Das wird dann von einem Künstler im Nachhinein bearbeitet, verfeinert und veredelt. Und das Ganze wird dann zerteilt und kommt dann einem karitativen Zweck zugute. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das nicht unbedingt für das Spitzenfeld geeignet ist, dass die jetzt mit einem Pinsel durch die Gegend laufen, um ein Kunstwerk zu malen. Liege ich da richtig? Also für die Spitzenläufer kommt das nicht in Frage, die haben andere Interessen. Aber wir haben das schon getestet bei unseren Winterläufen auf der Prater Hauptallee. Da hat es schon 2 Versuche gegeben. Wir wissen, es funktioniert. Die Läufer, die in dem Fall sind es dann eben die Hobbyläufer, die machen da gerne mit. Da sind auch schon sehr schöne Dinge entstanden. Wir wissen, es funktioniert und wir freuen uns schon, wenn wir dann das endgültige Produkt sehen können. Ja, da sind wir natürlich gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Welche Hürden gibt es denn da jetzt noch bis zum 23. April zu überspringen? Also bei uns gilt immer die Regel, 4 Wochen vor der Veranstaltung darf es keine offenen Fragen mehr geben. Das ist uns auch heuer wieder gelungen. Wir stehen 4 Wochen vorher haben wir eben keine offenen Fragen mehr gehabt. Die Organisation steht.
Das Einzige, was uns jetzt noch beschäftigt, ist, wie wird das Wetter? Und weil wir uns natürlich wünschen, dass es auf der einen Seite nicht zu heiß wird, aber es sollte auch nicht zu kalt oder zu windig sein. Ja, ich habe gehört, dass Regen eigentlich auch nicht so schlecht ist oder kühle Temperaturen zumindest. Die kühleren Temperaturen und Windstille, mit dem könnten wir gut leben. Hoffen wir, dass es soweit kommt. Über die Zukunft des Vienna City Marathons werden wir gleich noch sprechen. 40 Jahre Vienna City Marathon, heute unser Thema in der Avalanche und nach wie vor bei mir zu Gast der langjährige Organisator dieses tollen Events, Wolfgang Konrad. Ja, der Vienna City Marathon schon seit 40 Jahren, mittlerweile doch schon ein ziemlich gut geöltes Werkel, wie man so schön sagt. Kann man da überhaupt irgendetwas verbessern? Verbessern kann man immer Dinge, ja. Man kann es verbessern, man kann es verfeinern, man kann mehr Serviceleistung bieten. Jetzt stehen wir kurz vor dem 40. Jetzt die Frage, unbedingt schon die Frage zu stellen, was dann nachher sein wird, ist jetzt ein bisschen schwierig für mich. Aber es gibt schon Ansätze, wo wir glauben, in welche Richtung sich weltweit die Marathon-Szene entwickelt und wo wir natürlich mit dabei sein werden und wo wir dabei sein wollen, um dieses Produkt auch für die Zukunft attraktiv zu machen, attraktiv für die Teilnehmer, attraktiv für die Stadt und attraktiv für die Wirtschaft und für den Tourismus. Und können Sie uns so ein bisschen einen kleinen Sneak Peek verraten, in welche Richtung es mit dem Laufsport an sich geht? Also wir glauben, dass der Laufsport noch lange nicht am Horizont angelangt ist. Vor allen Dingen jetzt haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass die Leute viel, viel bewusster mit ihrem Körper umgehen, dass die Leute viel, viel bewusster mit ihrer Gesundheit umgehen. Und der Sport generell, aber vor allen Dingen der Laufsport wird in der Zukunft einen noch größeren Stellenwert bekommen. Und da wollen wir am Puls der Zeit sein und da wollen wir unseren Beitrag dazu leisten und die Leute so zu motivieren, dass sie dann auch zu Veranstaltungen gehen und hoffentlich dann auch zum Vienna City Marathon. Ja, Laufen ist gesund. Auch beim 40. Vienna City Marathon wird das nicht anders sein. Wir sprechen in der letzten Gesprächsrunde gleich noch über Zukunftspläne. 40 Jahre Vienna City Marathon, das ist unser großes Thema am heutigen Sonntag in der Avalanche. Zu Gast nach wie vor Wolfgang Konrad, der Organisator dieses tollen Events. Ja, und bevor wir Sie entlassen, Herr Konrad, hätte ich ganz gerne von Ihnen noch gewusst, wie lange wird es denn noch einen Organisator Wolfgang Konrad geben? Naja, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch schon in einem Alter, wo man schon langsam an die Pension denkt. Mhm. Aber momentan meine Aufgabe ist, ein junges Team heranzubilden, einem jungen Team die Chance zu geben, in die Fußstapfen zu treten. Das ist Großteil ist schon über die Bühne gegangen. Ja, mit dem Sohnemann, gell? Ja, auch mein Sohn. Das funktioniert. Und ich werde dann in der Zukunft von außen ein bisschen zuschauen, Old Brain einbringen und wenn notwendig. Aber ich sehe dem Ganzen schon sehr, sehr entspannt entgegen. Ja, absolut zu Recht können Sie sich da entspannt zurücklehnen. Sie haben da wirklich ein tolles Event vor 40 Jahren aus der Taufe gehoben, das bis heute Bestand hat. Das ist absolut aller Ehren wert. Abschließend vielleicht noch irgendeinen Zukunftswunsch für den Vienna City Marathon? Dass es so weitergeht wie bisher, dass wir weiterhin die Unterstützung unserer Partner haben, dass wir die Unterstützung unserer Sponsoren der Stadt Wien haben, so wie es bisher war, wie uns vorstellen. Das würde schon genügen und alles andere kommt dann darauf an, wie sich alles zusammenentwickelt. Ja, wir wünschen auf alle Fälle alles, alles Gute für das große Jubiläum am 23. April und ja, auf weitere 40 Jahre Vienna City Marathon. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Wolfgang Konrad. Danke vielmals.